Hallo Leute, ich bin wieder da und es geht weiter mit Cave Story. Wir haben beim letzten Mal Kazuma aus dieser Hütte hier gerettet und ja, jetzt geht's weiter. Dieser Teleporter ist momentan nicht verfügbar. Ein Teleporter. Er scheint, als würde er im Moment nicht funktionieren. Na toll, egal, gehen wir wieder raus. Folgen wir Kazuma und da ist er zusammen, genau, mit Professor Booster. Also dann, junger Mann, kannst du uns zurückführen? Natürlich kann ich das. Kazuma. Ja, Sir, also Mr. Herr, höfliche Anrede. Kannst du das hier benutzen? Das Motorrad. Ich denke, ich kann es. Sie stehen laufend. Ui, es geht los. Und sie nehmen mich natürlich nicht mit. Ich darf laufen. Toll. Es will nicht anhalten. Okay, ich glaube, ich habe hier alles gefunden in diesem Gebiet, in Grasstown. Deswegen, ja, da hinten war eigentlich nur die Gumbase und dann war da oben der Raum mit dem bösen Limiga und dann die Execution Chamber. Und ich denke, ja, das war's auch, Frosch. Mini-Balrog. Zumindest mini-verwandelter Balrog. Gut, dann war's das alles. Ich gehe zurück. Mal gucken, was aus Kazuma und dem Professor geworden sind. Ob sie wohl die Fahrt auf dem Motorroller überlebt haben oder ob sie jetzt irgendwo im Graben liegen. In irgendwelchen von diesen Stacheln hier. Und ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht. Ich habe keine Lust zu sterben, indem ich in irgendeine dieser dummen Stachelfallen, genau, Stachel war das Wort, das mir nicht einfallen wollte, indem ich da reinfalle, wie zum Beispiel, die da auch da unten sind. Genau da, da unten. Hehe, will ich nicht reinfallen. Ja, ansonsten, die Gegner werden mich jetzt wahrscheinlich nicht töten können. Dafür bin ich jetzt viel zu stark. 21 Lebenspunkte. Nein, auf das Herz verzichte ich. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe die Sprungtaste mit der Schießentaste verwechselt, aber das war in dem Moment nicht schlimm. Die Jellyfishes, die Quallen, lasse ich Quallen sein. Ist mir egal. Sterbt. Sterbt. Du sollst sterben, Fledermaus. Hast du mich nicht gehört? Böse Fledermaus, so. Ihr dürft auch sterben. Ich will nicht, dass ihr auf mich drauf fliegt. Im Schritt kann ich da nach vorne gehen und burn. Na toll, das trifft sie nicht. Es fliegt über sie drüber. Na toll, jetzt hat's getroffen. Okay, egal. So. So. Alles läuft doch wunderbar. Und ich glaube, ich nehme einfach mal diesmal den Bubbler wieder. Denn der ist cool. Und ich kann damit quasi einfach durchlaufen. Naja, hoffentlich. Mehr oder weniger. Also ich darf nicht einfach so durchlaufen, dann sterbe ich. Wenn ich in die blauen Viecher reinrenne und... Na toll, Level down. Okay, Hilfe. Hilfe. Erfahrung ist gut und nicht treffen lassen. Ihr müsst sterben, ihr müsst sterben. Ihr dürft mich nicht treffen. Ich verbiete es euch, mich zu treffen. Also, wenn ihr dagegen verstößt, dann müsst ihr in der Ecke sitzen. Dann dürft ihr nie wieder mitspielen. Habt ihr das gehört? Wollt ihr das wirklich riskieren, dass ihr nie wieder mitspielen dürft in Cave Story? Hm, anscheinend schon. Na toll. Was soll's. Wir sind sowieso jetzt am Ende. Hier ist das die Barriere, durch die Monster nicht durchkommen. Aber hier und hier ist der Roller. Er dampft, er raucht. Das... Moment, ich muss erst lesen. Das, Scheiße, mir fällt das Wort nicht ein. Das. Genau, Motorrad, das war das Wort. Das Motorrad, das Kazuma gefahren hat. Es sieht nicht mehr so heiß aus. Hm. Ja, na gut, heiß sieht es schon aus. Es raucht, aber ich denke, heiß wird hier in einem anderen Zusammenhang benutzt. Egal. Wir gehen zurück zum Mimigadorf. Ja, beziehungsweise zu Arthur, nach Arthurs Haus. In Arthurs Haus, nein. Egal, vergessen wir die Hilfswörter. Gucken wir lieber, was King uns sagen will. Also sind wir Waffen? Das ist richtig. Der Doktor will uns... Moment. Der Doktor will die roten Blumen benutzen, damit ihr die Menschen angreift. Warum will er das tun? Es ist ein Mann wie ein Dämon. Und er wird diese Blumen an Toroku benutzen? Soweit ich das sagen kann, sucht er immer noch nach ihnen. Wir können nur hoffen, dass er sie nicht findet. Wenn er sie findet, die Blumen, Toroko, sie würde wild werden, eine Waffe der Zerstörung und des Todes. Ich werde das niemals erlauben. Gut. Und da ist der Professor kommt an. Oh, bist du in Ordnung? Oder sind sie in Ordnung, besser gesagt? Mein
Leben ist noch einmal vor mir, vor meinen Augen erschienen. Punkt, Punkt, Punkt. Kazuma und Professor Booster. Oh. Du bist in Ordnung dann. Ja, mehr oder weniger. Und da ist King, er läuft zu hinterher. Wer ist dieser Nemiga? King schämt sich. Das ist King, ein Freund von mir hier im Dorf. Hier waren normalerweise Tonnen an Mimigas oder tausende Mimigas oder ganz viele auf jeden Fall. Tausende wahrscheinlich nicht, dafür ist das Dorf so klein, egal. Fast alle von ihnen wurden aber vom Doktor bzw. von seinen Schergen entführt. Sogar King hat Freunde verloren. Und wir kommen an, juhu. Und alle sind still. Na toll. Wir reden mal einfach mal mit ihnen. Was hast du zu sagen, Kazuma? Danke für deine Hilfe. Unsere Transportation hat nicht so wirklich. Ach so. Nein, nicht unsere Transportation. Unser Motorrad. Ich sage jetzt einfach Motorrad. Das ist jetzt frei übersetzt, aber verzeiht mir das. Unser Motorrad hat es leider nicht wirklich überlebt. Aber wenigstens wir haben es überlebt. Ja. Das ist wichtiger als das dumme Motorrad. Das kann man sowieso nicht zu nichts gebrauchen. Oder zumindest nicht, wenn jemand wie du es fährst. Ah, du hast es zerstört. Egal. Die Pläne des Doktors. Bla. Ich kann irgendwie momentan kein Englisch. Sorry, Leute. Die Pläne des Doktors. Oder ich kann es zumindest nicht übersetzen. Die passieren genau nach Zeitplan. So. Wenn wir nicht irgendetwas machen. So, Sue, was hast du zu sagen? Ich hüpfe. Na toll. Willkommen zurück. Sieht so aus, als würde ich dir noch etwas schulden. Mit der Hilfe meines Bruders sollten wir aber in der Lage sein, das Passwort für das Ei zu bekommen. Booster, können wir den kleinen Kerl hier mit uns nehmen, wenn wir losgehen? Punkt, Punkt, Punkt. Professor. Hä? Sue, meine Liebe. Wir müssen unsere Flucht auf Weiteres verplanen. Der Doktor hat die roten Blumen gefunden. Was? Er hat sie noch nicht, aber es ist nur eine Sache der Zeit. Der Ort ist in der Sand Zone. Und ja, die Sand Zone, die ist ziemlich cool. Zwar auch ziemlich gemein, weil da ziemlich böse Feinde sind und ich sage gerade ziemlich oft ziemlich. Aber, ja, wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall ist die Sand Zone schwieriger als genau, das erste war der Ekkoridor und als Grasstown. Also, die Blumen sind anscheinend irgendwo, können irgendwo in der Sand Zone gefunden werden. Die Sand Zone? Du meinst, dort werden wir den Doktor finden? Nun, wahrscheinlich eher einen seiner Schergen. Wenn wir. Moment, if we don't destroy those. Genau, wenn wir diese Blumen nicht zerstören, bevor sie sie in die Hände kriegen. Jedenfalls, die Sand Zone ist sehr, sehr gefährlich und gefährlicher als alles, was ihr je gesehen habt. Nehmen wir mal an, wir würden den Ausflug machen. Da ist keine Garantie dafür, dass wir alle lebendig zurückkehren werden. Du gibst also auf. Also eigentlich, einer von uns wäre der perfekte Kandidat für diesen Auftrag. Es bist du. Also wir sind gemeint. Booster meint, dass wir uns in Gefahr begeben können. Alter Mann, warum machst du es nicht selber? Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir hier tun. Wer wir sind, egal. Wer ist er? Fakt ist, er ist einer von den bewaffneten Scout-Robots, also ein Erkundungsroboter, die auf diese Insel losgeschickt wurden. Wir sind ein Roboter. Ach ja, vor 10 Jahren. Habe ich vergessen vorzulesen. Es kam erst gerade. Ein Roboter? Mein Eindruck war, dass sie alle komplett zerstört wurden. Aber ich wusste nicht genau, ob das auch der Fall war. Es ist natürlich vollkommen möglich, dass einer von ihnen überlebt haben könnte. Professor, ich habe eine Verbindung zur Sand Zone hergestellt. Okay, ich sehe. Also, I see ist so. Ich habe das jetzt mit ich sehe übersetzt, aber es ist eigentlich nicht ich sehe, sondern mehr so ein aha, ich verstehe.